Einen wunderschönen guten Abend. Und herzlich willkommen zum Balder Wiener Neudorfer 2018. Wir beide dürfen Sie zum wiederholten Male durch den Abend führen. Wir zwei, das sind Andrea Lorenz und Patrick Liebensäuter. Wir bedanken uns bei unserem Hausherrnbürgermeister Herbert Janschka, dass er uns den Raum wieder zur Verfügung gestellt hat für den heurigen Ball. Und Sie können sich sicher vorstellen, so ein toller Ball braucht jede Menge Organisation und helfende Hände. Und da möchten wir uns im Vorfeld bei ein paar Personen bedanken. Und zwar der erste Dank natürlich ans Ballkomitee, die diesen Ball organisiert haben. Das ist der Herr Mazzuelli mit seinem Team in der Kulturabteilung. Weiterer Dank gilt dem Team des Freizeitzentrums, Thomas Kollosau und seinen Leuten, die uns heute hier im rechten Licht erstrahlen lassen. Weiters möchten wir uns auch bei allen ehrenamtlichen Helfern bedanken, allen voran bei der Feuerwehr Wiener Neudorf. Und der wunderschöne Blumenschmuck, den Sie auf Ihren Tischen sehen, der kommt von der Gärtnerei Kreuzer, der Familie Kostwein. Dankeschön hierfür. Wir bedanken uns auch ausdrücklich bei unseren Hauptsponsoren. Die sind heuer die Firma Streit, die Firma Kagel, Firma Raditz und die Firma Cosaplaner, sowie alle anderen Unterstützern, die Sie während der Tombola dann hier an der Rückwand sehen können und auch auf der Rückseite der Speisekarte ablesen können, für diese wunderbaren Tombola-Preise. Dazu noch später. Damit Sie nichts versäumen, wir starten jetzt gleich mit einer klassischen Schwarz-Weiß-Eröffnung. Gegen ca. 22 Uhr wird dann die Band eine kurze Pause machen, die wir nutzen, um Ihnen die Showformation des Formationstanzsportclub Berchtoldsdorf zu zeigen. Danach geht es gleich mit Musik wieder weiter. Und ganz besonders, ab ca. 23 Uhr wird Magic Christian bei Ihnen im Saal sein und bei Ihnen an den Tischen zaubern. Das heißt, da können Sie ihm ganz genau auf die Finger schauen und dafür werden wahrscheinlich die Kartendecks dann auch ja, sicher sinnvoll sein, denn er braucht die ja vielleicht. Um Mitternacht wird er dann hier bei uns auf der Bühne seine Show präsentieren für Sie alle und gleich danach starten wir mit der Tombola-Verlosung. Es gibt 34 Hauptpreise, die wir heuer verlosen, also eine wirkliche ganze Menge. Und ja, wie gesagt, kaufen Sie bitte wirklich Lose, denn der gute Zweck, dem wir Sie heuer widmen, ist der Verein Timeless. Und was es mit diesem Verein Timeless auf sich hat, das wird Ihnen Frau Hacker gleich erzählen, die wir zu uns auf die Bühne bitten dürfen. Also in der Zwischenzeit, Frau Hacker, grüß Gott, herzlich willkommen. Guten Abend. Guten Abend. Vielleicht, ich brauche ein Mikrofon, bitte. Danke sehr. Ja, bitte erzählen Sie uns vielleicht in ein paar Sätzen, Verein Timeless, was macht er so? Verein Timeless ist ein 2006 gegründeter karitativer Verein, der in Wiener Neudorf versucht, Gutes zu tun. Wir spenden an bedürftige Wiener Neudorfer. Wir haben einiges schon gespendet an Kinder, die ihre Eltern durch Krebs verloren haben. Wir haben an die Lebenshilfe gespendet. Wir gehen ein bisschen auch über die Grenzen hinaus. Die Möwe in Mödling ist wahrscheinlich ein Begriff, haben wir auch schon gespendet. Also wir konnten in den letzten Jahren über 50.000 Euro spenden. Mit Hilfe wunderbar von Ihnen. Das ist ja wirklich ein toller Erfolg und dazu möchte ich gratulieren. Nur was natürlich uns alle hier jetzt, glaube ich, am meisten interessiert, was passiert denn mit den Spendengeldern von heute? Das ist noch nicht ganz klar, denn wir machen am 24.03. hier im Festsaal unser jährliches Timeless Fest, die Timeless Night, auch eine Tanzveranstaltung, wo ich darum bitte, dass vielleicht auch einige von Ihnen mittanzen mit uns und wir haben am 9.2. eine Sitzung unseres Vereines. Wir sind so 20, 24 Mitglieder, das schwankt immer ein bisschen und wir machen das dann gemeinschaftlich aus und suchen uns dann
gewisse Projekte, wo es wirklich notwendig ist. Aber es sind alle unsere Spenden, wirklich jedes einzelne Ihres Geldes ist aufzurufen auf www.timeless-wienerneudorf.com und Sie sehen wirklich, was wohin gespendet wurde. Wunderbar, danke vielmals. Ich habe gehört, der Herr Bürgermeister ist ein leidenschaftlicher Tänzer, den müssen Sie auch unbedingt einladen. Sehr gut, ich danke übrigens, ja, dass wir hier die Spenden, den Erlös der Spenden bekommen. Danke. Sehr gerne. Den Erlös der Spenden bekommen. Herzlichen Dank. Danke vielmals, danke, Frau Hacker. Danke schön. Danke. Frau Hacker von Timeless. Ja, und nicht vergessen, ich habe jetzt den 24. März im Kopf. Also, ja, wenn Sie auf einem Ball sind, müssen Sie ja ein tanzwütiges Publikum sein. Dann 24.3. gleich wieder vormerken. Wie auch in jedem Jahr ist auch für Ihr leibliches Wohl gesorgt. Und zwar übernimmt das heute Toms Schmankerl, sowohl das Getränkeservice als auch der Speiseservice hier im Saal. Was wir auch haben, hinten für Sie im linken Bereich des Saals, da ist unser Kuchenbuffet. Hier haben wir ganz tolle Unterstützung von der Konditorei Stadt Lena bekommen und hier zahlreich zugreifen, denn auch diese Spenden gehen an den Verein Timeless. Ein kleiner Tipp von mir, zuerst den Kuchen holen, dann den Kaffee bestellen. Kalter Kaffee macht zwar bekanntlich schön, schmeckt aber einfach nicht. Um circa 23 Uhr hoffen wir, dass wir schon alle Kuchen verkauft haben und dann wird dort ein Brötchenbuffet sein, das von Tom Schmankerl kommt und auch der Spendenerlös aus diesem Bereich geht an den Verein Timeless. Wir haben heuer auch wieder einen Ballfotografen, den haben Sie vielleicht schon gesehen. Das ist der Herr Michael Biegler, der diesen heutigen Abend und Sie in das richtige Licht, Bild rücken wird. Und es ist so, die Fotos, die heute gemacht werden können, sind in den nächsten Tagen auf der Homepage der Gemeinde Wienerneudorf abrufen. Dort wird ein Link eingerichtet werden, wo Sie die Fotos anschauen und auch kostenlos herunterladen können. Und nicht zu vergessen, so wie auch im Vorjahr eigentlich mein persönliches Highlight, haben wir auch wieder unsere Fotobox im Eingangsbereich. Also wir zwei hatten da letztes Jahr wirklich Spaß. Ja. Wir werden das auch heute wiederum wiederholen und dort sicher eine nette Zeit verbringen. Ich lade Sie alle ein. Ist wirklich was, was wirklich Spaß macht und wo Sie eine nette Erinnerung an den heutigen Abend mitnehmen können. Aber nun genug von uns. Ich sehe gegenüber das Jungdamen- und Jungherren-Eröffnungskomitee wartet schon ganz gespannt auf Ihren Auftritt. Und demnach, denke ich, wollen wir Sie nicht weiter warten lassen, oder? Thank you.
Ja, von unserer Seite recht herzlichen Dank an das Eröffnungskomitee der Tanzschule Schmidt in Berchtoldsdorf. Und das ein oder andere Gesicht werden wir um ca. 22 Uhr dann nochmal sehen bei der Showeinlage, oder? Ja, dann wollen wir uns eigentlich direkt ins Tanzvergnügen stürzen. Was noch fehlt, ist natürlich die entsprechende Band. Da im Hintergrund ist ja schon sehr vielversprechend, was hier aufgebaut ist. Voices and Music wird Sie heute durch den Abend begleiten mit einem großen Sortiment an guter, unterhaltsamer Tanzmusik. Dankeschön, herzlichen Dank. Und einen Punkt kann ich Ihnen noch mit auf den Weg geben. Ich bin ja heute selber betroffen, denn ich bin ohne Begleitung hier. Und gegen ca. 21 Uhr, wer vielleicht schon mal da war, erinnert sich dran, kommen unsere Taxidänzer. Die sind heute passend zum Ballmotto erkennbar an ihren pinken Hosenträgern. Und wir haben uns quasi ums Wohlergehen der Damen oder Herren, je nachdem, wie man es dann ja interpretieren möchte, gekümmert. Und wenn einer der Herren zu Ihnen zum Tisch kommt und Sie auffordert, geben Sie ihm bitte keinen Korb. Ja, dann soweit eigentlich genug von uns. Dann bleibt mir nichts anderes über, als unseren Hausherrn, den Bürgermeister Herbert Janschka, zu bitten um ein paar Worte und vor allem den Ball zu eröffnen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute diesen Abend bei uns verbringen. Schön, dass Sie die Moderation mit übernehmt. Alle Welt redet vom Opernball und vom Akademikerball und wie sie alle heißen, aber es gibt nur einen Ball, wo richtig die Post abgeht, und das ist hier bei uns in Wiener Neudorf, und Sie haben gut getan, heute hierher zu kommen. Ich möchte mich bei allen bedanken, die im Hintergrund wirklich für diesen Ball viel, viel getan haben. Ich habe immer den Auftrag, 14 Tage vor diesem Ball den Sitzungssaal ja nicht für Sitzungen zu verwenden, weil da steht, der ganze Sitzungssaal ist voll mit Geschenken, mit Tombola-Preisen, die da kommen. Schön, dass Sie heute da sind, denn eigentlich hätten Sie morgen kommen sollen, weil der Ball hätte eigentlich morgen stattfinden sollen. Ich habe ihn kurzfristig entschieden, ihn am Freitag zu verlegen. Warum? Weil die Landesregierung der Meinung war, man muss am Ball noch den Wiener Neudorfer Ball in der Landtagswahl machen. Und viele von Ihnen, die heute da sind, brauche ich am Sonntag um 6:30 im Wahllokal, und Sie sollen ja ausgeruht zur Wahl gehen, und darum haben wir diesmal beschlossen, wir machen es am Freitag. Aber wenn ich den Besuch sehe, vielleicht bleiben wir auch nächstes Jahr beim Freitag. So, jetzt bleibt mir nur wirklich noch einmal Danke zu sagen an alle, die mitgearbeitet haben. Danke an Sie, dass Sie da sind. Danke an euch, dass ihr die Eröffnung gemacht habt und dann die weiteren Events auch noch machen. Und ja, ich darf den Ball der Wiener Neudorfer 2018 hiermit offiziell für eröffnet erklären. Dankeschön, Herr Bürgermeister. Somit steht einer rauschenden Ballnacht ja nichts mehr im Wege, und auf besonderen Wunsch von unserem Herrn Bürgermeister werden wir diesen Ball auch heuer wieder nicht mit einem Walzer, sondern mit einem Quickstep eröffnen. Und dafür würde ich gerne den Herrn Bürgermeister mit seiner Gattin auf die Tanzfläche bitten. Liebe Ballgäste, es ist ein wunderbarer Anblick, wenn man sie so sieht, so wunderbar ballgestylt. Es freut uns sehr, dass wir von der Gemeinde eingeladen sind, hier für gute Stimmung, für Ballstimmung zu sorgen. Voices and Music hat im Rucksack von Standard- und lateinamerikanischen Tänzen bis zur aktuellen, also einen großen musikalischen Bogen, und wir hoffen, Sie damit verführen zu können zum Tanzen. Viel Vergnügen, und jetzt heißt alles Quickstep. Danke. Say it's only a paper moon, sailing over a crystal sea, but it wouldn't be made to leave if you gave it to me. Yes, it's only a candle sky, hanging over a muslin tree, but it wouldn't be made to leave if you gave it to me. Without you, ich darf Sie somit mit all das Quickstep auf die Tanzfläche bitten. Thank you.
Dankeschön. Danke sehr, herzlichen Dank. Aber jetzt gibt es wirklich den obligaten Wiener Walzer, nachdem wir so an der Wien-Grenze sind. Natürlich Wiener Blut. Herzlichen Dank, Johann Strauss. Ja, wie versprochen, 22 Uhr. Wir starten mit der ersten Show-Einlage. Und mittlerweile ist es ja schon eine liebgewordene Tradition geworden, dass der Formationstanzsportclub bei uns vorbeischaut und hier zeigt, was denn das neue Programm so bringt. Und heute sehen wir das aktuelle Thema Beiler, also Tanzen. Was gibt es denn Schöneres als Tanzen? Und ich kann Ihnen sagen, für die jungen Damen und Herren nicht viel, denn die stehen wirklich regelmäßig und sehr oft im Training. Also wenn man da nicht Spaß dran hat, dann funktioniert das so auch nicht. Das aktuelle Thema bietet mitreißende, energiegeladene Musik in Verbindung mit hochkarätiger, schwungvoller Choreografie. Beiler steht allerdings vor allem für eine begeisterte Mannschaft junger Leute, die es schafft, Ihnen innerhalb von Minuten Tanzbegeisterung zu übermitteln. Viel Vergnügen! Oh,
deswegen. Thank you.
Aber jeder kriegt beide. Wer hat zu Herr Bürgermeister, Ball der Wiener Neudorfer heute im Franz Fürst Freizeitzentrum. Eine ganz tolle Stimmung. Hm? Ja, phänomenale Stimmung vom ersten Augenblick an und eigentlich erwarten wir ja noch die großen Höhepunkte. Also ich glaube, wir gehen ein sehr, sehr gelungenes Fest. Die Musik ganz toll, die Leute fest am Tanzen. Hast du auch schon viel getanzt? Ja, ich habe auch schon, wenn ich heute dazukomme, natürlich sehr viele Verpflichtungen, aber dazwischen komme ich immer wieder dazu und wirklich eine ganz, ganz tolle Band und sie spielen ja, man hört es gerade im Hintergrund, ja die Musik meiner Jugend. Ja, also die kennen wir alle recht gut, die kann man immer mitsingen. Ne? Genau, da waren wir noch in der Diskothek damals. Ja. Magic Christian wird also der Stargast sein, das wissen wir schon. Ja. Ne? Um Mitternacht wird er seine Show. Weil er ist ein Typ, der also fast nie älter wird. Ich kenne ihn auch schon, glaube ich, 40 Jahre lang. Der schaut nur immer so aus. Wie macht er das? Ja, da müssen wir ihn fragen, aber ich kann mich erinnern, in den 70er Jahren, als ich eigentlich noch ein sehr junger Bub war, ist mir der schon sehr alt vorgekommen. Aber Magic Christian, glaube ich, ist ein Begriff und wahrscheinlich in Österreich der Zauberer, der Magier schlechthin. Und ich bin sehr stolz, dass wir ihn heute hier in Wiener Neudorf haben. Gut, dann lassen wir uns überraschen von ihm und wollen wir den Abend noch weiter genießen. Ja? Genau, wobei er, wie du richtig gesagt hast, um 12 Uhr seine Show beginnt, aber er geht ja schon ab in ein paar Minuten von Tisch zu Tisch und wird dort schon mit den Gästen so kleine Kunststücke vollbringen. Auf das freut mich auch schon sehr. Ja, und dann, wir werden ihn begleiten, dass er uns ein bisschen über die Schulter schauen lässt. Genau, genau. Alles Gute noch. Ja, ja, schönen Abend noch. Danke. Der Hausherr hier im Franz Fürst Freizeitzentrum steht jetzt neben mir. Obmann der ÖVP Wiener Neudorf, Erhard Greidler, seines Zeichen. Wie gefällt es dir heute am Ball der Wiener Neudorfer? Ja, der Ball der Wiener Neudorfer ist wie immer ein großes Erlebnis. Gute Musik, eine gute Stimmung. Eigentlich alles, was man für einen guten Ball braucht. Gutes Essen? Ja, natürlich auch. Gutes Essen, gutes Buffet, gute Kuchen. Ja, alles da. Die Musik auch entsprechend, gell? Die Musik ist gut, ja, spielen fleißig. Die Show-Einlage von der Tanzschule Schmidt um 10 Uhr war hervorragend. Schauen wir noch, was der Magic Christian so zusammenbringt, aber den habe ich also jetzt schon als Kind, als Zauberer in Erinnerung, wo er damals Las Vegas verzaubert hat und Weltmeister geworden ist in seinem Fach. Der wird sicher beeindruckend sein. Frau Martina Hacker, der heutige Abend, der Wiener Neudorfer Ball, hat ja einen ganz besonderen Zweck, nämlich der Reingewinn dieser Veranstaltung wird also dem Wiener Neudorfer Verein Timeless zugutekommen. Was wird denn damit passieren mit dem Geld? Also, wie ich schon vorher erwähnt habe, bei unserem Eingangsgespräch ist das noch nicht ganz fix. Wir haben am 9.2. unsere Vereinssitzung, wo wir den Ablauf unserer Timeless Night, unserer Tanzveranstaltung, wo wir das meiste Geld, das wir spenden, lukrieren, da wird es besprochen, was wir mit diesem Geld und mit dem Geld, das wir aus dieser Tanzveranstaltung einnehmen, machen werden. Wann wird denn die Timeless Night stattfinden? Sind wir ganz neugierig? Genau. Wir machen das heuer am 24. März hier im Freizeitzentrum. Und welche Highlights wird es geben? Ja, so wie immer. Buffet, Tanz mit unserem DJ Manuel, der bei Arabella mal der DJ war und der noch immer mit voller Leib und Seele ein Musik-DJ ist und der wird die Halle rocken, nehme ich an. Gut, dann hoffen wir, dass viele Einnahmen heute sind. Ja, das hoffe ich auch. Ne? Und ich möchte mich noch einmal ganz herzlich bedanken, dass der Herr Bürgermeister den Verein Timeless vorgeschlagen hat und dass wir hier den Erlös der Spenden für uns mitnehmen dürfen. Das ist ganz, ganz nett. Herzlichen Dank. Und wie war der heutige Abend für dich? War schön? War schon viel getanzt? Ja, wir haben schon sehr viel getanzt. Mein Mann, der
hat sie heute ins Zeug gelegt und hat mir einige Male auf die Tanzfläche geführt, ja? Ja. Ja, gut, aber ist er noch ein Highlight ausständig? Ja. Magic Christian. Genau, der kommt noch, den werden wir uns jetzt anschauen und dann werden wir noch ein bisschen tanzen und dann hoffen wir, dass ganz viele Leute Lose gekauft haben und dass viel Geld für uns reinkommt. Danke. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Sie dürfen ruhig antworten, das ist alles live, ist kein Fernsehen. Okay? Mein Name ist Magic Christian. Danke. Schön, dass Sie mich wiedererkannt haben. Mein Name ist Magic Christian. Wie ist Ihrer? Also ich muss da ein bisschen näher ans Mikrofon gehen, damit das ein bisschen ein Durchdringen hat. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Auf meiner rechten Seite warten 5 Assistenten, auf meiner linken warten 5, das sind meine Finger. Haben Sie auch welche bei der Hand? Strecken Sie mal alle Ihre Hände hoch, kostet überhaupt nichts, nicht die Beine, die Dame da drüben, sondern nur die Hände. Lassen Sie die Hände oben, machen Sie eine Faust, strecken Sie den Zeigefinger nach oben, biegen Sie den Zeigefinger ganz schnell ab. Schneller, 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 ist Aerobik für Anfänger. Lassen Sie die Hände oben, Hände hoch, ist kein Überfall. Nehmen Sie nun den Ringfinger dazu. Ringfinger nach oben, da melden sich Gicht und Rheuma bei den fortgeschrittenen Jahrgängen. Ich zeige Ihnen was Leichteres. Machen Sie noch mal eine Faust, strecken Sie den Mittelfinger nach oben, kann fast jeder Autofahrer. Und wenn Sie jetzt den kleinen nehmen, nehmen Sie den kleinen Finger dazu. Sieht viel besser aus und jetzt kommt die große Übung. 2 glatt, 2 verkehrt. Und wenn Sie hier, ja, Sie können das in Stereo auch machen. Wenn Sie irgendwo jemanden sehen,
in Wiener Neudorf, Wien, Tokio, Los Angeles, Südafrika, der so geht. Bitte, das bin ich. Das ist das ganze Programm. Ich hätte Ihnen gerne gezeigt, wie man von mir leicht gefesselt werden kann. Strecken Sie mir die Hände ganz leicht nach vorne. Okay? Daumen nach oben. Drehen Sie die Handrücken zueinander, sodass die Daumen nach unten zeigen. Und nehmen Sie die rechte Hand über die linke Hand. Verschränken Sie die Finger, aber lassen Sie die Daumen alle unten. Okay? Ich sehe im Grunde... Das ist die rechte Hand, der Herr da hinten. Okay? Und wenn Sie so weit sind, Daumen zeigen immer nach unten, gehen Sie im Uhrzeigersinn rechts herum mit den Daumen nach oben. Dann werden Sie sehen, wie leicht es ist, von mir gefesselt zu werden. Haben Sie noch nicht genug? Schauen Sie, legen Sie den Zeigefinger in Ihre linke Hand, machen Sie zu, Hand auf, Zeigefinger weg. Und das möglichst schnell. Schneller, schneller, schneller. Mit zwei Fingern geht es ein bisschen besser. Und wenn Sie vier nehmen, klingt das da wahnsinnig toll. Also, Applaus ist das Brot der Künstler, deswegen sind wir alle so schlank. Und wenn Sie für Ihre Enkeln zum Beispiel irgendwas gemacht haben mit dem Daumen, haben Sie irgendwann mal so Daumen weggenommen, in die Tasche gesteckt? Daumen ist noch immer da, aber die richtige Illusion ist, wenn Sie den Daumen wirklich wegnehmen. Ja? Der Daumen ist aber noch immer da. Okay, ich möchte Ihnen eine kleine klassische Illusion zeigen mit ein bisschen Musik. Damit, Sie sind ein bisschen weit weg, aber Sie können das sehr gut sehen. Wir spielen das ein. Schauen Sie sich das an. Sind Sie schon mal herumgekommen? Kann ich mir Sie ausbauen einen Moment? Ich würde mich freuen, Sie haben sicher eine große Erlebnisrate. Gehen Sie langsam zuerst einmal die Treppen hinauf und halten Sie die Bühne. Ja?
Ich komme gleich mit einem kongenialen Partner auf Sie zu. Genau Sie habe ich gewartet. Das war das gute Glück. Kommen Sie. Ich danke Ihnen. Wir gehen von dieser Seite. Das ist dann symmetrisch. Geben Sie beiden einen großen Applaus. Ich habe das Ihnen versprochen. Gehen Sie vorsichtig. Perfekt. Kennen Sie einander schon? Flüchtig, wie heißen Sie mit Vornamen? Alfons und Sie? Herbert. Herbert, das weiß ja jeder hier, oder? Herbert, Alfons. Sie haben sich die Hand gegeben, so lernt man neue Leute kennen. Kommen Sie ein bisschen näher. Kommen Sie ein bisschen näher. Alfons, haben Sie schon mal ein Striptease gesehen? Privat, öffentlich, verkabelt, Internet? Schwarz. Ah, Blacklight Art. Ja. Herr Bürgermeister. Meine, Sie müssen jetzt hier kein Geständnis abgeben. Ja, also, Ihre Frau ist da, aber es waren sicher die Zeiten vor Ihrer Ehe vielleicht einmal oder zufälligerweise auf einem Kanal haben Sie vielleicht einmal zufälligerweise was gesehen. Es ist nicht so wichtig. Es ist nur die Frage, ob Sie einmal das Wesen haben. Schauen Sie, wir machen das Licht ein wenig dünkler. Wir spielen ein wenig Musik ein. Wir machen diesen Saal zum größten Striptease-Lokal in der Umgebung. Alter, halten Sie mal hier Parkett. Super. Herr Bürgermeister, lächeln Sie ins Publikum. Sie müssen schon vorne den Knopf aufmachen, sonst können Sie es nicht ausziehen. Stellen Sie den rechten Fuß vielleicht ein wenig vor. Lecken Sie sich mit der Zunge lasziv über die Lippen. Machen Sie gut, oder? Ja, fangen. Dann ziehen Sie ganz langsam das Jackett über die Schulter. Ah, nicht ausziehen. Nur ziehen, ein wenig Schulter zeigen. Herbert. Und dann die andere Seite. An der Stelle setzt normalerweise tosender Applaus ein. Sexy wie zu Hause. Richtig ausziehen. In der Kleiderständer. No, 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 no. Eigentlich gehört es ja so gemacht. Ist nichts drinnen. Das ist ein bisschen schwerer vom Bürgermeister. Haben Sie ein Handy dabei? Okay, wir fragen aber die Dame hier am dritten Tisch hier vorne. Welches Jackett gefällt Ihnen besser? Die erste gleich, dieses oder jenes? Wollt ihr von diesem jenes oder jenes als dieses? Dieses? Soll ich es ganz lassen oder zerstören? Haben Sie Freunde hier? Herr Bürgermeister, Sie haben Glück gehabt. Ziehen Sie sich wieder an, brauchen Sie einen Sakko-Löffel. Alfons, der Engländer sagt, it's not your day today. Halten Sie mal ganz schnell fest. Ich muss mich beeilen, weil es kommt ja die Tombola. Halten Sie mal hier mit der linken Hand vielleicht fest. Ja, aber ich meine ja eben mit der linken. Vielleicht Daumen vorne, das passt besser. Darf ich Sie bitten, vielleicht hier Hilfe zu stellen? Ich stelle mich ein wenig zurück. Spannen Sie vielleicht der Daumen nach vorne. So, so.
geht. Spannen Sie dieses Jackett aus. Meine Damen und Herren, ein kleiner Qualitätstest. Ich hätte gerne Ihres gehabt, aber das ist freie demokratische Wahl. Meine Damen und Herren, ein kleiner Qualitätstest. Herbert, kann man die Spitze schon erkennen? Lächeln, lächeln, Alfons Silber, ja? Sie können sich aussuchen, wo Sie eine kleine Lüftung haben wollen. Da unten hat schon jemand gearbeitet, gell? Sie brauchen auch keine Angst haben, es steht bereits alles in der Tageszeitung. Hier! Richtig, von Ihnen steht da noch nichts drin. Da steht nur Merche Christian als Mitternachtseinlage beim Wiener Neudorfer Ball. Richtig? Ja? Okay. Vielleicht morgen. Haben Sie schon irgendwo eine Lüftung oder eine Stelle ausgewählt? Herzattacke, Leberlass, umgekehrt vielleicht, oder? Tada! Mehr hier oder mehr hier? Gar nicht? Okay, wir machen das hinter der Zeit ein wenig hinten nach. Können Sie sich das vorstellen? Ha! Oh! Halten Sie mal fest, ist irgendwas schiefgegangen. Was haben Sie für ein komisches Futter? Stenek, kann man irgendwas einspielen? Nein, nein, stopp, nicht das Lustige, irgendwas Trauriges. Geht? Ah, kommt gleich. Moment, ja. Nicht nicken. Perfekt. Meine Damen und Herren, alles ist in bester Ordnung. Es tut mir leid, sind Sie versichert, dass mir das heute passiert? Das ist. Ziehen Sie es wieder an. Vorne sieht man garantiert nichts. Hinten ist die Lehne des Stuhls, der Abend ist gerettet, Sie kriegen ein neues. Drehen Sie sich ganz leicht zum Publikum, schauen Sie, leichte schottische Falte, doppelt gemoppelt, ergibt es ein niederösterreichisches Jagdröckel, ohne Dragoner, tiefer französischer Sattel, stehen Sie aufrecht, bitte. Herrlich, ja, mit Lüftung. Man sieht nichts. Meine Damen und Herren, das ist Schnellreparatur, modern, 21. Jahrhundert. Herr Bürgermeister, kommen Sie, damit ich aus dem Schneider bin. Können Sie bestätigen, dass hier... Sagen Sie einfach ja. Ist nichts passiert, oder? Schauen Sie! Alles bestens? Das heißt, danke, fällt das zu Hause auseinander. Sehen Sie sich an. Ein Dank gilt Ihnen. Danke vielmals, Alfons. Sie waren ein guter Sportsmann. Herr Bürgermeister, ich danke Ihnen als Zeuge der Arbeit. Danke. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht heute. Einen schönen Abend noch. Danke. Auf Wiedersehen.
Der nächste Preis ist ein Triad-Kochkurs für zwei Personen und eine Fitness-Monatskarte, gespendet von der Firma Cosa Planer. Und darüber freuen, ich nehme mal an, das J steht für Judith Reitzmann. Gut. Und wir kommen zu den Top 5 Preisen. Ein Dyson Staubsauger mit Zubehörset im Wert von 250 Euro geht an Diplom-Ingenieur Wolfgang Tötzl. Der nächste Preis ist sehr sportlich. Und zwar gibt es zu gewinnen eine Nokia Smartwatch mit Fitnessfunktion und kompatibler Nokia-Waage plus 3-Monatskarte im Fitnesscenter im Wert von 400 Euro, gesponsert von der Firma Rohrsanierung und Bau GmbH. Und lieber Willi Schipperny, ich gratuliere dir ganz herzlich dazu. So, vor den letzten drei Preisen werden wir noch einmal gut durchmischen. So, jetzt geht's ans Eingemachte. 3, 2, 1. Also, bitte. Der dritte Preis ist ein LED-TV-Samsung-Gerät im Wert von 500 Euro, gesponsert von der Firma Kagel GmbH. Und darüber freuen darf sich Herr oder Frau Grumböck. So, wir kommen zum zweiten Preis. Eine Duschsäule und ein Badeset plus einen 100-Euro-Gutschein von Obi im Wert von 1.040 Euro, gespendet von Raditz Installations GmbH. Und dieser Preis geht an Herrn Andreas Nowak. Und damit sind wir auch gleich am Ende und verlosen unseren ersten Hauptpreis. Und zwar geht es hier um eine High-End-Teufel-Stereoanlage mit WLAN im Wert von 1.200 Euro, zur Verfügung gestellt von der Firma Walter Streit Baugesellschaft. Und der Preis geht an Michaela Billensteiner. Danke vielmals für die Hilfe. Dankeschön. Danke sehr. Dürfen wir dich dann noch auf ein Glas Sekt an die Bar einladen? Danke für deine Hilfe. Ja, ich glaube, wir sind durch. Schaut so aus. Ja. Ich glaube, es bleibt uns jetzt nicht mehr allzu viel zu sagen. Nein, aber warte, ich habe noch eine Überraschung. Eine kleine Überraschung. Muss da kurz nach hinten, Sekunde. Immer diese Überraschungen. Ja, immer diese. Ah, in der Zwischenzeit bleibt mir nicht mehr viel anderes über, als Ihnen jetzt eine rauschende Ballnacht noch zu wünschen. Ja, also danke vielmals für diese wunderbare Co-Moderation im heurigen Jahr. Und ich hoffe sehr, dass wir vielleicht im nächsten Jahr uns wiedersehen. Das hoffe ich auch sehr, lieber Paco. Ja, danke auch vielmals. Auch dir herzlichen Dank für den schönen Abend. Es hat wie üblich jede Menge Spaß gemacht. Danke. Und wenn es der Herr Bürgermeister so haben will, dann würde ich sagen, im nächsten Jahr wieder, oder? Natürlich, gerne. Von unserer Seite jetzt noch eine kleine Information. Wir sind fertig hier, aber es macht keinen Sinn, dass wir Sie jetzt einfach so entlassen und Sie jetzt vielleicht fluchtartig verschwinden. Und ich habe gehört, es gibt da noch so ein kleines Zuckerl für heute Abend jetzt, oder? Paco, weißt du da mehr oder fragen wir unseren Herrn Bürgermeister selber? Ja, es ist da. Der Bürgermeister hat jetzt ausgerufen auf eine Blue Hour, aber das wird er jetzt selber noch kurz erläutern. Bitte nicht weglaufen. Kann mir wer die Uhrzeit sagen? Es ist 10 vor 1.
Ich würde sagen, wir machen jetzt eine Blue Happy Hour. Die Getränke in der Bar kosten normal 4,50. Ich mache Ihnen das Angebot, wenn Sie jetzt die nächsten 25 Minuten in der Bar sind, zahlen Sie 2 Euro und ich zahle 2,50 dazu. Ist das in Ordnung? Okay. Danke vielmals. Dankeschön. Also hiermit verabschieden wir uns, Andrea und ich. Genau. Und wünschen Ihnen noch einen wunderbaren Abend. Danke sehr. Mit Musik, Unterhaltung und ein paar guten Drinks in der Bar. Genau, die Band kommt auch schon wieder. Also gleich kommt wieder rauschende Ballmusik und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Dankeschön. Ja, es freut uns, dass ihr wieder zurück sind. Zurück und Sie hoffentlich auch auf der Tanzfläche. Gleich mit einem Wienerwalzer tanzen möchte ich Emre Kallmann. Tanzen möchte ich.